Guten Tag und willkommen zurück hier bei Nintendo Switch Sports. Ich habe neue Joy-Con und probiert Badminton zu spielen und das Problem besteht immer noch. Ich denke mal, das ist das altbekannte Problem zwischen Switch und Joy-Con, dass die Verbindung einfach nicht wirklich stabil ist, obwohl ich nicht mal einen Meter von der Konsole wegsitze. Ich weiß nicht, die steht genau zwischen meinen Lautsprechern. Das könnte vielleicht das Problem sein, aber ich möchte die auch nicht umstellen. Bisschen ärgerlich, dass das Problem immer noch so präsent ist. Und jetzt halte ich den Joy-Con ein bisschen unter den Tisch und ich drücke A und es funktioniert nicht mehr. Alter. Ja, es ist echt kacke. Ich weiß nicht, warum das immer noch ein Thema ist. Ja. Also ich benutze gerade, ihr seht es auch da, das sind jetzt die Zelda Joy-Con. Davor habe ich ja den blauen und den roten Joy-Con benutzt. Es sind die Zelda Joy-Con und es besteht immer noch genau dasselbe Problem. Und ich schwöre euch, ich sitze hier ganz normal, halte die Joy-Con hin oder zumindest auf mein Bein. Und sie verlieren einfach manchmal die Verbindung. Schon wieder, was zum Teufel? Alter. Also, das kann es ja wohl nicht sein. Was ist das für ein Scheiß? Ja, aber der Fairness halber, die CPU in oder COM, ja, die COM-Spieler in Badminton sind wirklich sehr stark, wenn man gegen die spielt. Also wenn man die auch sehr schwer einstellt, sind wirklich sehr schwer. Und ich konnte es auch jetzt beim Testdurchlauf nicht schaffen, gegen die anzutreten. Die waren zu stark. So, der Fairness halber, ich möchte mich hier nirgendwo rausreden, aber ihr seht ja selbst, das ist bestimmte Probleme halt immer noch gibt. Und hier habe ich übrigens, ach cool. Hä, wann schalten wir denn mehr Sachen frei? Okay, ich denke, ich muss erstmal jeden Sport gespielt haben. Okay. Ja, aber hier kann man noch den Titel wählen. Was gibt's denn hier alles? Alias. Ne, Alias. Ich. Was? Name? Name, Typ. Ach so. Ach, Sortierung. Okay. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall. Alias ich. Moin, guten Tag. Bella99, auch bekannt als ich. Okay, sehr gut. Mit Joy-Con. Was? Mit einem Joy-Con-Controller spielen. Ja, ja, klar. Wollen wir. Nein. Legen wir nicht an. Obwohl, ich habe das noch gar nicht ausprobiert hier mit den neuen weißen Dingern, wie das ausschaut. Möchte ich ja mal kurz. Hallo? Ah ja, jetzt. Ja, ja, sieht ganz geil aus. Sieht ganz geil aus, aber ich bevorzuge dann doch die Joy-Con alleine, ohne die. Alter. Man sieht das aber, oder? Was zum Teufel? Hier, in dem Bereich, wird die Bewegung nicht angenommen. Sondern wenn ich ein bisschen weiter hochgehe, da ist alles in Ordnung. Und ein bisschen weiter unten vielleicht auch noch. Aber in bestimmten Bereichen wird die Bewegung einfach nicht angenommen. Was ist das? Vielleicht muss ich die Switch echt mal umstellen. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein.
dass die Controller nicht funktionieren, obwohl ich nur einen Meter weit von der Konsole weg bin. Alter. Schwinge und halte. Ach so, ich darf das nicht loslassen. Okay. Ich kann ja noch nicht mal vernünftig Bowling spielen. Ey, aber es ist ein Strike. Bowling fühlt sich sehr clean an. Bislang. Aber ja, das Joy-Con-Problem. Also, ja. Zweiten Strike immerhin geworfen. Aber ich mag die Technik sowieso sehr gerne. Hier schön nach rechts und dann vernünftig auszurichten. Bisschen näher dran zu laufen. Ah, dieses Mal kein Strike. Schade. Ey, komm schon, Mann. Was ist das? Ach, komm. Ich muss das hier vielleicht echt mal umstellen. Aber ich wüsste nicht, wo ich die Lautsprecher hinstellen soll. Der Tisch ist ziemlich klein und links und rechts ist nicht wirklich Platz. Also von daher... Keine Ahnung. Mal schauen. Vielleicht. Okay. Okay. Ich wollte eigentlich gar nicht loslaufen. Ich wollte eigentlich erstmal ausrichten. Logischerweise. So. Let's go. Ja, immerhin. Kann ich mich... Ein Moment. Das ist zwar jetzt sehr experimentell, aber kann ich mich vielleicht hinstellen dafür? So. Wenn ihr sehen würdet, wie ich jetzt hier vorstehe. Ja, aber es funktioniert. Hey, guckt euch das an. Es funktioniert. Also will ich diesen Part wahrscheinlich so aufnehmen müssen. Auch wenn es... Ja, okay. Nice. Ich dachte schon, es wird nicht reichen. Auch... Wenn es nicht mehr funktioniert, wenn ich den Joy-Con zu weit nach unten nehme. Aber es ist auf jeden Fall besser. Ah, schade. 9 getroffen. Aber immerhin gibt es nicht diese komische... gibt es nicht diese komischen Challenges von Wii Sports Resort. Immer cool waren, okay? Die Stempel im Wii Sports Resort waren cool. Habe ich auch sehr gerne absolviert. Aber manche Challenges waren zu extrem. Zum Beispiel dieses, ich glaube 300 Punkte waren es. 300 Punkte Spiel im Bowling. Das war krank. Und ich glaube genau dasselbe gab es nochmal mit den Powerwürfen. Wo man dann, ich glaube 3000 Punkte waren es da sogar. 3000 Punkte machen musste. Um einen Stempel zu bekommen. Für die, die es nicht kennen, die Stempel waren immer so kleine Achievements, wo man dann bestimmte Aufgaben machen musste, absolvieren musste, wie auch immer. Sowas wie, ja, kriegst so und so viele Punkte oder mach das und das bei einer bestimmten Sportart. Es gab da ein paar mehr, aber man musste zum Beispiel auch bei einem Schwertmarathon, ich denke, ihn werden meisten kennen, die meisten kennen, musste man dann zum Beispiel einen bestimmten Level absolvieren, ohne einmal getroffen zu werden. War schwer, aber ging noch. Und dann, als ich irgendwann gesehen habe, hey, guck mal, man muss hier ein perfektes Spiel beim Bowling hinlegen. Das war schon etwas krass. Und die Steuerung bei Wii Sports Resort, beziehungsweise das Werfen der Bowlingkugel, das war nicht so clean wie hier. Das hat manchmal rumgespackt. Und auch manchmal in eine... Ah, schade. Schade.
und auch manchmal in eine Richtung gezogen, in die man gar nicht wollte. Also die Kugel hat manchmal einen unnötigen Drall bekommen, den man absolut nicht reinbringen wollte. Und das hat das Ganze dann auch so ein bisschen frustrierend gemacht. Jawoll, schönes Ding. Hier ist es nochmal richtig wichtig, wollte ich sagen. Sehr wichtig, sagen wir einfach. In die Formulierung irgendwie ein bisschen kacke. Ja, Mann, nice, schön. Schön in der 10. Runde, 2 Strikes direkt. Und noch einen dritten hinterher. Na, wie wär's, komm. Ah, nee. 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 Habe ich direkt gesehen, dass es nicht reicht. Aber krass, dass es sogar noch 9 Pins geworden sind. 216 Punkte. Ist nicht schlecht. Und dann muss ich kurz schauen. Ich denke, wir haben sogar noch Zeit für eine zweite Runde. Ja, let's go. Also wie gesagt, die Steuerung in Wii Sports Resort, generell mit den Wii-Fernbedienungen, war nicht immer das cleanste. Und manchmal hat man da einen Drall in die Kugel reinbekommen, den man absolut nicht haben wollte. Und ja, das hat das Ganze einfach extrem schwer gemacht. Ich fände es zwar cool, wenn es ja auch wieder Challenges geben würde, keine Frage. Aber so extrem bräuchte ich die auf jeden Fall. Obwohl, hier wäre es wahrscheinlich sogar in Ordnung. Weil die Steuerung einfach sehr, sehr clean ist, muss man sagen. Man sieht es ja, es geht alles vernünftig hier. Man kriegt das gut hin. Und bei sowas ist man selber schuld. Wenn man sowas hinlegt. Aber Strikes zu werfen, geht ja echt gut. Das ist echt gut. Das geht. Guck. Da direkt der Nächste. Und ich würde auch gerne probieren, einen Moment, so ein bisschen mit Drall zu arbeiten. Geht das? Ja, es geht. Es geht sogar sehr gut. Nur es verhält sich ein bisschen anders als noch zu Wii-Zeiten. Einen Moment. Ja, okay. Der Ball, oder die Kugel besser gesagt, kriegt erst sehr spät einen Drall. Was aber auch Bowling typisch ist, weil die Bahn ist gewachst. Und da kriegt die Kugel auch generell erst sehr spät Griff. Und kann sich demnach auch erst sehr spät drehen. Oder schlittert die so ein bisschen über die Bahn. Bin jetzt kein Bowling-Profi, aber ich, ja. Wollte es zumindest im Ansatz so ein bisschen erklärt haben. Ich denke, man wird verstehen, was ich meine. Ich meine, die Bahn ist halt gewachst. Die Kugel schlittert drüber. Und dann hat der Drall erst später eine Auswirkung. Ziemlich leicht zu verstehen, aber wer es im Detail wissen möchte, kann sich ja gern ein Video darüber anschauen. Gibt es, denke ich mal, zu Genüge. Ja. Jawoll. Und jetzt endlich auch mal mit Drall einen Strike gemacht. Geht doch. Aber mein Favorit ist eher so der Rechtsdrall. Hier so. Hier so nach rechts. Ja. Die ist sehr gut eingeschlagen. Hat aber leider den hintersten Pin nicht mitgenommen. Warum nicht? Ja, okay. Scheiß drauf. Oh, wir haben schon die 10. Runde. Okay. Gut, dann würde ich sagen, hauen wir nochmal einen richtig rein hier.
wollte er, aber verkackte es. Ja gut, egal. Also es hätte auf jeden Fall besser sein können. 187. Es hätte auf jeden Fall besser sein können. Aber ich wollte das mit dem Drall auf jeden Fall mal ausprobieren. Naja, was soll's. Gut. Beim nächsten Mal wird es dann Fußball geben. Ich bin sehr gespannt, wie sich das spielen lässt. Da soll ja auch der Beingurt dann ins Spiel kommen. Ich bin mal gespannt, wie oft da die Verbindung zwischen den Joy-Cons abbrechen wird. Aber ich versuche in der Zwischenzeit auch, das hier so ein bisschen umzustellen. Vielleicht liegt es ja wirklich einfach an den Lautsprechern, dass da die... Das sind auch Bluetooth-Lautsprecher, das wird zwar gerade nicht benutzt, aber kann ja sein, dass das Signal einfach so ein bisschen abgeblockt wird. Ich meine, hier steht generell viel Elektronik rum und ja, okay, vielleicht kann es sein, ich weiß es nicht, aber es ist trotzdem sehr schade, dass das nicht einfach einwandfrei funktioniert. Dürfte man eigentlich meinen, dass es funktioniert, weil die Pro-Controller kriegen es ja auch hin. Oder zumindest die, ich habe so einen Zelda-Controller von Hori, heißt die Marke, glaube ich. Ziemlich cool, checkt es aus, wenn ihr wollt. Ziemlich geiler Controller und ja. Schade, dass es nicht vernünftig funktioniert. Aber gut, was soll's. Ich stelle das einfach mal um, probiere das dann und dann sehen wir uns hoffentlich, wenn es vernünftig funktioniert, im nächsten Video wieder. Bis demnächst und ciao.